Hey, was geht? Ich bin Cody und wir sind wieder bei derselben Mission. Vielleicht kommen wir heute mal ein bisschen unbemerkter dadurch. Wäre natürlich cool. Bleib wachsam, Alter! Pass auf deinen Arsch auf! Sonst wird er nicht los. Hey, yo! Pass auf! Unser Mann wurde abgeknallt! Weiter. Wir springen die einfach jetzt schon alle. Das interessiert uns einfach alles gar nicht. Weil das voll die Assis sind. Und uns einfach töten wollen. Können wir nicht irgendwie. Ja, Mann. Die haben wir. Pass auf, Kurt! Yo, wie? Sollen diese Dinger so blinken? Also, Leute. Nicht so cool, die ganze Geschichte gerade. Was will man machen, ne? Ich meine, wir müssen hier durch. Die Waffe ist so cool. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt unbedingt so viel besser läuft als beim letzten Mal. Ich kann das gerade schlecht einschätzen. So, die beiden sind auch schon mal weg. Das ist gut, weil so entdecken die uns nicht. Wenn wir so vorgehen. Du gehst da rein und du findest den Arsch. Ich glaube, die haben Angst. Aber es läuft auch gerade echt gut, muss man ja ehrlich sagen. Boom. What the fuck? Kopfschuss? Das lief jetzt aber finde ich mega gut. Boah, Alter. Wie die alle wegschnitzeln. Das ist ja krass. Okay, hiermit haben wir noch einen Schuss. Die können wir uns leider nicht machen. Die auch nicht mehr. Dann lass uns schon mal gute Waffen auswählen. Und gleich wieder dieser Fettsack da kommt. So. Dann nehmen wir ja die hier. Und dann nehmen wir dann die hier. So. Hauptsache, wir machen Schaden. Anderes Wichtiges gibt es da gerade nicht. So. Er darf, wenn er möchte, darf er jetzt kommen. Kommt er nicht? Hä? Anscheinend kommt er diesmal nicht. Nur wenn man sich schlecht anstellt, oder was? Hat irgendwie Schiss hier runter zu springen. Wer weiß, was da auf mich wartet. Geschafft? Oha. Zeit, ihm in den Arsch zu treten. Nein! Nein, bitte nicht! Hilfe! Ach. Pass bloß auf! Mein Handy war's nicht! Mein Handy war's nicht. Wer piepst denn hier? Da drüben. Hey, wer piepst denn hier?
Hängt es nicht ab. Findet ihn und reißt ihm den Arsch auf. Findet den Wichser! Oh! 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 Hä? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hey, yo! Pass auf! Kann nichts machen. Hier ist nichts zu sehen. Ich kann nichts machen. Ich sehe hier einen Scheiß. Ich geh mal da lang. Ach, jetzt kann ich wieder was machen. Perfekt. Verdammt nochmal, Alter. Das war jetzt scheiße. Der Fickpisser kriegt was zwischen die Augen. Wie soll man denn damit rechnen, ey? Ohne Witz. Ich finde schon einen Platz, um ihn zu erwischen. Mein Gott, wie soll ich das jetzt schaffen? Ich bin gleich tot. Alles klar. Alter, wenn er hier oben ist, ne? Bin ich sowas von am Arsch. Alter Schwede. Du bist sowas von erledigt, Mann. Ja, ruhig. Warum hat das gerade so gebuggt? Wie behindert. Konnte ich ja nichts machen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da. Die Waffe ist leer? Nein, damit habe ich auch noch einen Schuss. Das ist gut. Da wird die immer rumbuggen, ne? Wow. Was denn? Was ist dein Problem? Alter. Das ist gerade wirklich sehr spannend. Aber jetzt ist der eine Gegner weg. Normaler Gegner können wir plätten. Ja. Logisch. 100 Mann gegen ein. Ihr habt euch auch in Löcher verzogen. Assis. Puh, so, wie viele haben wir noch? Nicht mehr viele, glaube ich. Da oben ist noch einer. Da können wir den Dampfrohr kaputt machen, das interessiert uns aber nicht. So, jetzt sind hier noch 1, 2, 3, 4 Leute, sehe ich jetzt gerade. Wo sind die denn? Ich sehe die ja nicht. Das ist das Ding. Irgendjemand hat mich gesehen. Gehen einfach jetzt mal hier drauf. Wenn ich du wäre, würde ich mir ein besseres Versteck suchen. Ja, würdest du? Ab in Deckung, Kumpel! Jo, wir sind fertig, Mann! Schiff mich nicht ein! Also sind auf jeden Fall beide da oben. Die Penner. Ist ja schon mal. Ne, der eine ist unten. Was? Der springt einfach hoch. Was ist das für einer? Oh. Alter. Mein Gott, das ist einfach nur pures Geballer hier gerade.
Tut mir leid, aber ist halt so. Wer weiß, wie oft sowas noch vorkommen wird. In dem Spielchen hier. Wo muss ich denn jetzt lang? Muss ich da in die Tür? Der wollte unbedingt sterben, hat er gesagt. Warum, weiß ich selber nicht. Was ist der Typ? So. Und du? Das ist der Letzte, oder? Mehr sehe ich nicht. Tu mir einen Gefallen. Mach es schnell. Jetzt mach kann ich nichts mehr retten, du Nutte. Sorry. Musste sein. Ich will nicht, dass du mich noch aus dem Hinterhalt irgendwie kaputt machst. So, sind hier noch irgendwo Gegner? Wo muss ich denn überhaupt hin? Ist irgendwie ein bisschen blöd hier. Unten herzulaufen. Glaube ich. Ich glaube, dahinter warten wieder welche. Zeig ich doch, das ist nicht klug gewesen. Unten lang zu gehen. Aber ey. Würdet ihr mich mal ein bisschen in Frieden lassen? Können. Na, wie viel hält der denn aus? Dieser Hund. Okay. Absolute Rage-Folge hier. Ist ja der Wahnsinn. Die einfach abgehen hier. Vor allem diese mega gepanzerten Typen. So. Wunderbar. Ich sehe noch einen auf dem Radar. Zum Glück sterben wir hier gerade nicht mehr. Das ist gut. Verdammt nochmal! Ich bin noch nicht. Was bist du nicht? War's das jetzt? Hab ich's geschafft? Kommen Sie aus dem Gebiet. Mache ich gerne. Nehmen wir uns dafür mal das hier. Ja, genau. Einfach rückwärts drauf. Ist kein Ding. Mach ich gerne. Meine Mother. Jetzt mal ein bisschen hier rum und geschafft. Zentrale, worum handelt es sich? Hier gibt's eine Riesenschießerei. Bei den Barrels. In Bradfields. An alle, es wurden Schüsse gemeldet bei den Barrels in Bradfields. Sehen Sie sich das an. Jetzt hab ich die Polizei eingeschickt. Ich bin so gemein. Kopf finden die Mädchen und bringen sie in Sicherheit. Achso. Wenn jemand der Razzia kommt, dann landet er wieder auf einem. Ja, Lucky Quinn kommt sowieso davon. Wette ich mit euch. Er ist doch bestimmt schon lange weg. Als er gemerkt hat, die haben mich nicht gefunden. Menschenhandel. Untersuchen Sie verdächtige Aktentaschen in der Stadt. Finden und hacken Sie verdächtige Käufer. Ich achte mal auf diese Karte und jag sie durch den Profiler. Wow! Die Taten hier, Alter, habt ihr das gesehen mit dem Rohr? Und diesen Ring. Was ist mit dem Typ falsch hier? Was ist mit der falsch, Junge? Woo! Jax ist weggelaufen. Ich mache mir Sorgen. Ich wollte die Polizei anrufen, aber zuerst sie verständigen. Nein, nein, alles gut. Er macht das mit mir. Er ist gestresst. Vom fährt dann gerne mit. Ich rufe Sie an, wenn Sie etwas wissen. Alter, das war Flug. Wenn Sie ihn nicht finden, sollten wir die Polizei alarmieren. Das wird sich aufklären. Ehrlich. War klar, dass Jax das tut. Ist kein Kind der Stillsitz. Er hat viel von seinem Onkel. Jetzt sucht er seine Mutter. Ja, ist jetzt gut. Darf ich ihn jetzt suchen oder nicht?
Besänftige die alte Oma doch nicht, ey. Mann, Mann. Da ist er. Ach, wir haben schon wieder die 15 Minuten, krass. Okay, im nächsten Part werden wir uns ihn dann holen. Ganz easy Sache. Und lasst eine Bewertung da, wie euch dieser absolute Ballerpart gefallen hat. Und dann holen wir uns jetzt den Kleinen wieder. Im nächsten. Bleibt dabei, bleibt gespannt. Und bis dann.